Im letzten Heimspiel des Jahres besiegen die Volleyballerinnen des VfC Wiesbaden den VfB Suhl mit 3:1 nach Sätzen. Die Wiesbadenerinnen bestätigen mit diesem Sieg wieder einmal die sehr guten Leistungen der bisherigen Saison. Ich glaube, heute war die Kampfkraft entscheidend. Unsere Kampfkraft war einfach hinten raus klar besser. Wir hatten den besseren Aufschlag, den besseren Block und haben keinen Ball verloren gegeben. Und am Ende haben wir klar sehen können, dass halt doch Suhl hat gezweifelt am Erfolg und wir haben dran gehofft und darauf gehofft und deswegen haben wir auch gewonnen. Ich denke, heute sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die eine ähnliche Art von Volleyball spielen, halt mit viel Abwehraktion, die nicht mehr sofort den Abschluss im Angriff suchen mit jedem Ball, was auch die körperlichen Bedingungen der Mannschaft einfach hergeben. Es gibt keine riesengroßen Angreifer auf beiden Seiten und dadurch kommt halt viel mehr Volleyballspiel zustande. Und ja, wie gesagt, wir haben das heute ganz gut gemacht, haben ein paar zu viele Eigenfehler gemacht und dementsprechend hat Wiesbaden auch zu Recht gewonnen. Die haben das Spiel einfach kontrolliert heute auf dem Feld gehabt. Die haben natürlich auch ein Bomben-Selbstvertrauen nach der Hinrunde, die sie jetzt gespielt haben, mit Pokal-Halbfinale, mit dritter Platz in der Tabelle. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch an Wiesbaden. Die haben ein tolles Spiel gemacht, haben uns eine Möglichkeit im ersten Satz gegeben, die haben wir genutzt. Das war okay. Und dann ab dem zweiten Satz haben sie das konsequent durchgezogen und dennoch zurecht gewonnen. Ja, auch ein Geschenk für unseren Vorstandsvorsitzenden. Georg Kleine Kathöfer hat die Woche Geburtstag gehabt, hatte nur einen Wunsch. Ein Sieg gegen Suhl haben wir ihm beschert. Er ist zufrieden, wir sind zufrieden. Nein, ich glaube, alles läuft dieses Jahr bislang sehr, sehr optimal. Wir sind vorne mit dabei, wir spielen guten Volleyball, wir spielen gut als Mannschaft. Wir haben das Ziel erreicht, auch im Pokal die Chance auf ein Finale erreicht. Also alles optimal und jetzt heißt es in zwei Wochen noch Top-Leistung abliefern und dann ist das Jahr 2012 perfekt gelaufen. Das letzte Spiel des Jahres findet für den VCW am 22.12. auswärts gegen den SC Potsdam statt.